zum zweiten Workshop-Tag. Ich glaube, das Wetter war noch nicht so gut wie heute, zu dem Zeit wir angefangen sind. Wir sind ja noch einige Male abgeduscht worden. Aber ich bin ganz positiv gestimmt, dass es heute ein guter Tag wird. Also nicht nur vom Wetter her, sondern natürlich auch vom Inhalt des Workshops her. Unsere erste Sektion, wissenschaftlich digital publizieren, wird sich darum drehen, was soll publiziert werden, beziehungsweise wie publiziert man, überhaupt. Wir haben jetzt zwei Referenten, den einen kennen Sie schon, Martin Bauch, da werde ich gar nicht mehr viel dazu sagen, sondern der wird überleiten, der wird uns heute neue juristische Publikationsformen und Blogs vorstellen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte noch im Rückbezug auf den gestrigen Tag sagen, wir haben sicherlich gesehen, dass es sehr, sehr viele verschiedene Sorten von Blogs gibt, dass Bloggen auch per se nicht publizieren ist, sondern eben Wissenschaftskommunikation im weitesten Sinn. Kann ein Lebenstagebuch der eigenen Forschung sein oder ganz andere Varianten, die wir gestern in der Einrückungsreise gesehen haben. Wie aber kann ein Wissenschaftsblog zu einem geschichtswissenschaftlichen Publikationsmedium werden und soll es das überhaupt? Ich verweise auf unsere Institutsausstellung, wo eben das Zitat von Reinhard Etze, es wird zu viel publiziert, zu lesen ist, dass ich definitiv nicht auf digitale Medien bezogen zu diesem Zeitpunkt. Ein Blog könnte man sich eigentlich sehr leicht als Online-Zeitschrift mit einem vorgeschalteten Peer-Review vorstellen und ja, mit der nicht unwesentlichen Ausnahme der Kommentarfunktion gibt es das schon und man täte, wenn man einen Blog so verstünde, auch in Konkurrenz zu etablierten Zeitschriften. Ein Wettbewerb, den man sicherlich kaum gewinnen kann. Und selbst wenn man als Blog dort Erfolge verbuchen könnte, warum sollten wir eigentlich die Flaggschiffe und auch die weniger bekannten Zeitschriften in unserer medialistischen Fächer schwächen? Im Zeitalter von immer mehr Sammelbänden haben es Zeitschriften, ja, nach allem, was man so hört, durchaus schwer. Also, vielleicht zu Anfang, ich halte sehr wenig davon, Online- und Offline-Medien in der Geschichtswissenschaft konfrontativ gegeneinander zu stellen. Und ich glaube auch, die Online-Pioniere tun ihren Anliegen keinen Gefallen, wenn man immer wieder gegen Publikationen auf toten Bäumen polemisiert, wo auch dieser Witz auch schon ziemlich abgetroschen ist, davon abgesehen. Und wir sollten auch meinen, ich jedenfalls habe keinen besonderen Gefallen in einer Außenseiterrolle, sondern will vielmehr erreichen, dass möglichst viele Angehörige der medialistischen Fächer angesprochen werden, wenn nötig auch Schritt für Schritt eines neuen Medien herangeführt werden. Und deswegen denke ich, tun wir gut daran, auf Polarisierung in aller Regel zu verzichten. Der oft etwas direkte Ton, den man in Online-Kommentaren finden kann, die rasche Eskalierung, die dort teilweise stattfindet, die schadet letztlich, denke ich, der Diskussionsbereitschaft und auch im Endeffekt den Erkenntnisgewinn. Und sie baut habituelle Hürden auf gegenüber offline sozialisierten Kollegen und diese Hürden sollte man sich nicht hoch genug vorstellen. Die Rolle von Blogs als Publikationsmedien für wissenschaftliche Texte ist meines Erachtens als eine Ergänzung und Erweiterung der gedruckten oder auch bereits existenten Online-Medien weiterzuentwickeln. So jedenfalls ist das Mittelalter-Blog entstanden aus der Unzufriedenheit über Hasso zu Pult und die eigentlich antiquierte Methode, sich jeden Tag 14 E-Mails zuschicken zu lassen, von denen Medialisten dann 2 bis 3 höchstens interessieren. Und wenn man das hochrechnet, wie viel Zeit man jeden Tag mit dem Löschen und Überfliegen dieser Mails verbringt, es liegt auf der Hand. Wir kennen das alle. Bei meinen folgenden Überlegungen gehe ich immer vom Mittelalter-Blog aus, dessen Ansatz ist in manchen Hinsicht etwas anders als der bisher vorgestellten thematischen und informationsgeleiteten Blogs. In seiner Einführung hat Herr Baumeister darauf verwiesen gehabt, ursprünglich waren wir so ein schwarzes Brett. Also für alle Mittelalter relevanten Disziplinen. Und das sind wir irgendwie immer noch. Call for Articles, Call for Papers, Vortragsankündigungen, Hinweis auf die Online-Rezension,
einen Hinweis von den Ressourcen und der Überblick über die Online-Rezensionen, den wir jeden Monat zur Verfügung stellen. Klassisches schwarzes Brett. Dann möchte ich nochmal auf den monatlichen Überblick über die deutsch-französische Forschungsaktivitäten von dem Miss Bock auf Basis der Kalenderdaten bei GitHub hinweisen. Im Folgenden möchte ich aber im engeren Sinn wissenschaftliche Beitragskategorien vorstellen, die es überwiegend in dieser Form in der Literatur noch nicht gegeben hat oder eben Bedeutung verloren haben oder die auch unter gewissen Beschränkungen leiden, die es in der Online-Form nicht mehr geben muss. Zitierbarkeit ist für mich jetzt kein ausschließendes Kriterium. Die befindet sich noch viel im Fluss, es wird experimentiert. Und manche Kategorie entwickelt sich ja auch durchaus anders, als wir uns das im grünen Tisch so vorstellen. Wenn ich jetzt, wie gesagt, ich fokussiere auf der Mittelalter-Hypothese, wenn ich innovative Textkategorien aus anderen Blogs übersehen habe, die ich kenne, ich bitte ausdrücklich um Ergänzungen und Rückmeldungen dazu. Das Erste, was ich aus unserer eigenen Arbeit vorstellen wollte, sind die hier auch schon mal erwähnten 1000 Worte Forschung. Dabei geht es um die Vorstellung von in Arbeit befindlichen oder bereits abgeschlossenen Forschungsprojekten in aller Regel Dissertationen. Vereinzelt hatten wir auch schon besonders interessante Masterarbeiten oder das eine oder andere Postdoktorat. Vielleicht hatten Sie diese Kategorie implizit das Label Doktorandenblock eingebracht, als das würden Sie natürlich nicht verstehen und auch nicht unbedingt verstehen wollen. Aber zurück zu den 1000 Worten. Der Titel ist wörtlich zu verstehen. Viel mehr als 1000 Worte lang sollte eben diese Vorstellung des jeweiligen Forschungseinsatzes und möglicher Ergebnisse nicht sein. Beabsichtigt ist in dieser Kategorie etwas einzuführen, was es in der Geschichtswissenschaft nur selten gibt. In den Naturwissenschaften aber omnipräsent ist, nämlich eigenständige Abstracts. Da es sich hier de facto, ich zeige Ihnen ein Beispiel, also ein Beispiel der Dissertation von Gregor Metzig, die zwar Anfang des Jahres unverteidigt wurde, da es sich bei dieser Kategorie de facto um Selbstanzeigen handelt, fehlt natürlich eine kritische Komponente. Ne? Und 1000 Worte sind vielleicht so knapp, dass auch Kommentare kaum einhalten können. Was wir uns zu Anfang versprachen, nämlich Rückmeldungen und Hinweise für die Autoren, sind so gut wie nicht eingegangen. Wenn man sich mit den meisten Kollegen im persönlichen Gespräch unterhält und man kommt auf einen dieser Texte zu sprechen, dann heißt es immer, ja, kennt der Autor denn vielleicht den Kollegen in, was weiß ich, Krakau, der zum selben Thema arbeitet. Und das sind dann Leute, die lesen das Blog und dann frage ich mich, warum kann so ein unverfänglicher Kommentar nicht einfach unten reingestellt werden. Aber es passiert nicht. Naja. Es bleibt also vor allem eine Funktion, Aufmerksamkeit für die eigenen Forschungen und Publikationen zu generieren und sehr frühzeitig auf dem Schirm von Kollegen zu erscheinen, die sich für das Thema interessieren können. Dabei hilft natürlich ungeheuer die Aufnahme in den IO. Und wenn wir jetzt ganz im Licht der jüngsten Entwicklung das mehr als ungewisse Schicksal der AHF, also der Jahresbericht für deutsche Geschichte in dem Fall, die am ehesten so einen Überblick über die laufenden Forschungen zu geben in der Lage waren, wenn wir uns das vor Augen führen, dann unterstreicht das aus meiner Hinsicht, dass solche Abstracts in Zukunft mehr als hilfreich werden und benötigt werden. Also es ist natürlich nicht systematisch, aber immerhin man hat eine Chance, dort in der knappen Form wahrgenommen zu werden. Eine zweite Textkategorie ist, und die kann man auch schon besprechen, ist gewissermaßen ein alter Bekannter unter neuem Namen. Was wir opuskular genannt haben, sind schlicht und einfach nicht Zellen, die aber unser Eindruck in herkömmlichen Zeitschriften ja immer weiter marginalisiert worden sind, aus Gründen, die ich nicht genau kenne. Es ist keineswegs so, als hätten Fachwissenschaftler heute weniger kleine Quellenfunde oder publikationswürdige Beobachtungen in ihren Schreibtischen oder ihren Rechner gemacht als früher. Für solche Kleinpublikationen, also alles, was man nicht in einer Zeitschrift anbieten oder einem Müllband anvertrauen wollen würde, was aber doch irgendwie in der Fachöffentlichkeit zugänglich sein sollte, sind eben unsere Opuskula gedacht. Selbstverständlich gibt es unter ihnen aufgrund des interdisziplinären und detailepochenübergreifenden Ansatzes unseres Blogs keine inhaltliche Kohärenz und die Qualitätskontrolle, die wir gestern auch schon besprechen haben, können wir in Ansätzen natürlich nur liefern, nicht in der etablierten Zeitschrift. Trotzdem, die Kategorie wird sehr gut nachgefragt, wozu wiederum die Recherchierbarkeit über den IO-Pakt beiträgt. Ausdrücklich sollen
diese Kategorie nicht eine häppchenweise Publikationskultur ähnlich wie die Naturwissenschaftler befördern, aber ich denke, wer Material für einen unumfänglichen Aufsatz in der Hinterhand hat, wird dies im Sinne einer Optimierung der eigenen Publikationsliste sicher nach wie vor einer regulierten Zeitschrift anbieten oder in einem thematisch geeigneten Sammelband platzieren. So würde es ich jedenfalls auch nach wie vor tun. Vielmehr sollen die Opuskula eben das aus dem Dunkeln holen, was vielleicht bis zum nächsten Tag in der Schreibtischschublade geblieben wäre, weil es zwar qualitativ interessant, quantitativ aber keine kritische Masse erreicht. Dritte Kategorie, die ich vorstellen möchte, sind Online-Übersetzungen. Sind wir gestern noch zu sprechen gekommen. Das ist sozusagen ein Art Langzeitprojekt, wenn man einen Blog von anderthalb Jahren reden darf. Die online veröffentlichte Übersetzung der occidentalen Geschichte, des Jakob von Métrie, das Einfachtum der Philologie Christian. Durch diese Erschließung eines bisher unübersetzten Textes für alte Lehre wollen wir natürlich keine Konkurrenz zur Freiheits- und Schreibgedächtnisausgabe eröffnen, obwohl es tatsächlich noch viel zu viele wichtige Texte, gerade aus dem Bogen, vor allem im Spätmittelalter, gibt, die in der Lehre eben nur sehr eingeschränkt verwendet werden können. Die Schulen und Lateinkenntnisse zu spielen, die sind da ein bekanntes Problem. Die etappenweise Übersetzung von Kapiteln, wie wir es hier im Blog praktizieren, bietet den Verantwortlichen jedenfalls die Möglichkeit, eine solche Übersetzung nebenbei vorzunehmen. Ob dadurch die Nutzung der Übersetzung nicht erschwert wird, da denke ich abzuwarten. Und trotzdem, man kann es auch als Kompliment verstehen, dass es zumindest die Anfrage einer renommierten Reihe in Christina Franke gegeben hat, ob sie denn die Übersetzung nach Abschluss in den Druck geben möchte. Ist aber noch viel zu früh für Details, doch wird es auch von den Spezialisten die Übersetzung offensichtlich gelesen. Die formulierte Beschränkung von etablierten und neuen Publikationslinien kann also durchaus gelingen. Und gestern ist ja auch schon von Johannes vorgestellt worden, er hat gesagt, wir haben eine Idee, wir haben nicht einfach Blog geklaut, das ist nicht, sondern im Gegenteil weiterentwickelt. Also die Übersetzung des Chronicon Burgense beim Mittelalter am Oberrhein, das ist eben tatsächlich weiterentwickelt um einige charmante Ideen, nämlich eben nicht nur den lateinischen und deutschen Text zu konfrontieren, sondern auch einen Kommentarblock, einen Kommentarteil, erstmal einen historischen Kommentar, in der Hoffnung, dass sich vielleicht in der normalen Kommentarfunktion des Blogs dann Philologen finden, die auch dort noch Dinge ergänzen könnten. Also es ist sehr im Konjunktiv zu sprechen, aber das wäre tatsächlich eine bestechende Idee, solche Online-Übersetzungen eben tatsächlich Expertise, die man selbst nicht hat, im Idealfall mit einzubinden. Also mal schauen, was sich daraus entwickelt. Nicht ganz überraschend als Kategorie sind Tagungsberichte, aber wir haben einen bisher nur veröffentlicht, auf dem Blog einen längeren von einer Nachwuchskonferenz an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Anfang Oktober letzten Jahres. Der ist vom Umfang her doppelt so lang wie ein entsprechender Hasuts-Okkult-Konferenzbericht. Da ich jetzt Mitveranstalter der Konferenz war, bin ich nicht ganz neutral. Aber mir scheint doch ein ganz zentraler Vorteil zu sein, dass die thematische Klammer der Konferenz und die einzelnen Vorträge wirklich in hinreichender Ausführlichkeit vorgestellt werden konnten und noch Raum für eine fundierte Einschätzung durch die Berichterstatterin blieb. Alles Punkte, die meines Erachtens die engen Vorgaben von Hasuts Okkult bei Tagungsberichten nur sehr selten erreichen. Wenn ich ein Thema dort nicht kenne, erhalte ich bestenfalls einen schemenhaften Einblick in Ansatz und Vorträge der Veranstaltung, so ein bisschen wie die Kurzrezension im DA. Kenne ich mich mit dem Tagungsthema aus oder habe ich sogar selbst an der Veranstaltung teilgenommen, bin ich oft eher ungehalten oder unzufrieden über die allzu knappe Berichterstattung, der ich nicht das entnehmen kann, was ich selbst erlebt habe oder manchmal auch verfremdet. Also es ist klar, vor dieser Gefahr der Unzufriedenheit ist man nur gefeit, wenn man den Bericht selbst schreibt und selbst dann nicht in jeder Hinsicht, weil man ja doch Zwängen unterliegt. Aber diese strikte Beschränkung von Tagungsberichten scheint mir oft mehr Schaden anzurichten, als durch ausufernde Länge von Texten entstehen kann. Problem natürlich, man muss jemanden finden, der die enorme Arbeit auf sich nimmt,
und natürlich thematisch hinreichenden Durchblick hat. Das gilt aber auch für die herkömmlichen Tagungsberichte. Nicht im engeren Sinne wissenschaftlich ist eine Kategorie von Beiträgen auf dem Mittelalter-Blog, die erst im letzten Monat das Licht der Welt erblickt hat, Cum Ira et Studio, wie der Titel schon sagt. Gewissermaßen semi-journalistische Kommentare zum Zeitgeschehen mit medievistischem Bezug. Das für die Einführung war ein Artikel im FAZ-Feuilleton, der einen Medievisten des Plagiarismus zieh und diesen äußerst harten Vorwurf ziemlich dünn untermauerte und gegen dieses meines Erachtens in der Form unzulässigen, in der Sache sehr verfrühten, weil noch nicht hinreichend belegten Vorwurf auf einer sehr großen Bühne hatte ich eben ja, fast im Affekt energisch Einspruch formuliert. Die sich daraus entwickelnde sehr kontroverse Debatte und einige Teilnehmer sind anwesend, will ich jetzt gar nicht wiedergeben. Interessant war für mich vor allem die Kreise, die dieser Beitrag gezogen hat. Denn der besagte leibhaftige FAZ-Feuilleton-Redakteur hat dann bei uns kleinen Krautern auf dem Blog auf einmal angefangen zu kommentieren in eigener Sache. Und per Twitter wanderte der Beitrag zu Lesergruppen, die sich sonst nie für medievistische Themen interessiert hätten. In der Konsequenz hat man es aber auch eben mit Wertungen und Gegenwind zu tun, die im wissenschaftlichen Diskurs in dieser Form eher selten formuliert werden. Dass viele Kollegen das Blog lesen und ihre Zustimmung dann auch in E-Mails formulierten, war zwar ganz, ganz tröstlich in einzelnen Situationen, aber die Unterstützung bleibt auch hier nicht öffentlich. Also ich nehme daraus einen guten Einblick in den akademischen Habitus der Zurückhaltung in der Öffentlichkeit und eine interessante Erfahrung, von der ich nicht weiß, ob ich sie wirklich zur Nachahmung empfehlen will. Zumindest, wenn es um ein Thema mit dem Erregungspotenzial von Plagiarismus geht. Aber gestern im Vortrag von Maximilian Platz war ja auch Einmischung in gesellschaftliche Debatten als eine Option, die man mit Blogs umsetzen kann. Kann auch anstrengend sein. Der positive Effekt, die Kommentarfunktion des Blogs, war seitdem jedenfalls aus ihrem Dorngröschenschlaf erweckt und ist seitdem nicht mehr dauerhaft eingenickt. Also dafür habe ich die Prügel dann auch gerne bezogen. Nicht nur, Gott sei Dank, nicht nur Prügel. Die Erregungskurve der Kommentare hat sich nun sehr gelegt, die Sachlichkeit nimmt stetig zu. Aber die Grundfrage, ob ein Wissenschaftsblog von so einem Pendant zum journalistischen Kommentar wirklich profitieren kann oder nur Gefahr läuft, in teils fachfremde, Shitstorm-artige Diskussionen verwickelt zu werden, würde ich gerne auch als Frage ins Publikum geben. Ohne Zorn, aber durchaus mit Leidenschaft, möchte ich auf zwei weitere Beiträge aus jüngster Zeit verweisen, die noch nicht eigene Textkategorien bilden, aber die, so denke ich, durchaus das Potenzial haben, sich dazu zu entwickeln. Am vergangenen Donnerstag stellte Christian Schwaderer aus Tübingen einen Beitrag zur Historiografiegeschichte des 11. Jahrhunderts online. Es geht um die Frage, ob Bischof Gebhard von Salzburg Autor eines nicht überlieferten historiografischen Textes der Historia, der sogenannten Historia, war. Bei dem Beitrag des Kollegen aus Tübingen handelt es sich nicht um einen Fließtext, sondern um eine XHTML-Datei, die die Ergebnisse seiner Forschung als Baumstruktur präsentierten. Ich habe die hier auch mal aufgemacht. Die schon auf den ersten Blick ungewöhnliche Form, die tatsächlich ein wenig Mühe in der Erfassung macht, jedenfalls wenn man von unseren traditionell geprägten Lesegewohnheiten ausgeht, zielt auf einen schnelleren Zugriff auf Informationen durch konsequente Hierarchisierung von Argumenten und Belegen und durch eine auf den ersten Blick sichtbare These. Zur Begründung führt Schwaderer an, dass sich eben die Lesegewohnheiten im digitalen Zeitalter ändern, anfangend mit den Studierenden, aber perspektivisch wohl auch bei den Wissenschaftlern, und dass herkömmliche Fließtexte ihre zentralen Aussagen ja oft eher verstecken als sichtbar machen. Ausgehend von der allgemeinen Praxis des raschen Querlesens von Artikeln plädiert er also für eine neue Struktur, auch von medievistischen Beiträgen, eben provisorisch erstmal in dieser Form einer XHTML-Datei. Dieses Argument ist sicherlich nicht epochenspezifisch, sondern kann für alle anderen geschichtswissenschaftlichen Disziplinen ebenso Geltung beanspruchen. Im Gegensatz, ich möchte kurz sagen, also wie das aussieht, wenn man die verschiedenen, also das heißt die reduzierteste Form, Sie sehen wirklich auf vier Punkte gebracht. Hier haben Sie auch auf den ersten Blick ungewohnt für den Medievisten ein Fazit, in der Autor so gezwungen werden, Farbe zu bekennen. Also
höchstwahrscheinlich nein, und dann die Wahrscheinlichkeit seiner Aussage auch noch zu untermauern. Und dann können Sie eben, worum geht es im Wesentlichen, finden Sie kurze Zusammenfassung, Forschungslage, können Sie die verschiedenen Positionen der Forschung sich ansehen. Also, wenn Sie, ich würde Ihnen empfehlen, werfen Sie mal einen Blick drauf, es gibt auch eine ganz, ganz lebhafte Diskussion dazu auf unserem Blog. Entscheidend ist für mich, im Gegensatz zu allen anderen bisher vorgestellten Beitragsformen, die in quasi identischer Form auch gedruckt erscheinen könnten, handelt es sich hier um den einzig genuin an eine digitale Umgebung gebundenen medievistischen Text, der fundamental anders funktioniert als etablierte Textformen des Fachs. Auf die vielfach gestellte Frage, was sind Digital Humanities, habe ich den Verdacht, vielleicht sowas. Also das ist ja sehr, sehr umstritten, was man unter diesem Begriff eigentlich fassen kann. Ja, jedenfalls haben wir bereits eine sehr eine Diskussion unter dem Artikel in sehr wünschenswerter Form. Ich komme zurück. Sehr konstruktiv, sehr sachlich, auch kritisch, mit allem Respekt vor dem Ansatz des Autors. Ich will hier gar nicht mündlich darauf Bezug nehmen, ob nun Lesegenuss und Narrativität, die im besten Fall auch klassische historiografische Texte auszeichnen, wirklich so einem strengen, fast schon naturwissenschaftlich anmutenden Schema möglichst reduzierter Argumentation geopfert werden dürfen und was dabei auch an Mehrwert verloren geht. Mir leuchtet völlig ein, dass sich Schwaderer nicht durch endlos lange Texte quälen möchte, bevor er eigentlich versteht, was der Autor ihm sagen will. Aber mir scheint sein Ansatz gerade beim gewählten Thema, weiß ich nicht, ob er so wirklich gut funktioniert, denn wenn eine geschichtswissenschaftliche Untersuchung auf eine Frage zielt, mit mehr oder weniger mit Ja oder Nein zu beantworten ist und dann noch mit einem Prozentsatz der eigenen Sicherheit der Aussage versehen worden soll, also genau dann kann ich eigentlich nicht tun, was die XHTML-Datei sehr eindrücklich erlaubt, nämlich Details ausblenden, sondern ich muss ja wirklich den ganzen Text von vorne bis hinten lesen, um die Validität der vorgebrachten Argumente ja, einschätzen zu können. Wenn es hingegen einer der Texte wäre, an denen sich Schwaderer stört und die seine Kommentatoren durchaus schätzen, nämlich keineswegs völlig geradlinig auf eine einzelne Aussage hin argumentieren, sondern mit Abschweifungen und Exkursen verbunden, die sich beim jeweiligen Thema eben anbieten, dann erst würde meines Erachtens richtig von dieser Baumstruktur profitiert werden können, weil ich mich dann je nach Interesse auf die Hauptlinie des Arguments oder Hauptlinie der Argumentation konzentrieren kann oder eben die Exkurse durchsuche auf in der bekannten Hoffnung, gerade dort interessante Dinge zu finden, die der jeweilige Autor vielleicht nicht weiter nachverfolgt hat. Das als Ergänzung von meiner Seite zu einer sicher noch nicht beendeten Diskussion, die hoffentlich auch aus den Reihen der Zuhörer hier noch weiteren Input erfährt. Ich glaube, dass der Vorschlag von Schwaderer vielleicht zum ersten Mal das echte Potenzial von digitalen Publikationsmethoden eben jenseits der Kommentarfunktion aufleuchten lässt, bei allen Einwänden, die man dagegen erheben kann. Noch gibt es in WordPress keine Funktion, solche XHTML-Dateien problemlos einzubinden, aber vielleicht lassen sich ja auch da in Zukunft Lösungen finden. So. Noch jünger, nämlich erst auf letzten Freitag datierend, ist ein weiterer Beitrag, der für das medievistische Bloggen neue Perspektiven auftun könnte. Jan Kolb, der sich ja auch hier in Diskussionen per Mail schon eingemischt hat, und Romedio Schmitz-Esser, also eine in Münster, der andere in München, haben eine Vorabversion ihres konzeptuellen Beitrags zu einer kulturhistorisch gewendeten Realienkunde des Mittelalters online gestellt. Stattliche 30 bis 40 Seiten. Der Text soll das Einführungskapitel eines Sammelbands werden, der die Ergebnisse eines DFG-Nachwuchsnetzwerks zusammenfasst. Ihre Intentionen resümieren die Autoren wie folgt, Zitat, die Vorpublikation an dieser Stelle versteht sich als Experiment, dessen Fragestellung lautet, können Blogs als niederschwellige Medien wissenschaftlicher Kommunikation einen Beitrag zur Qualität und interdisziplinärer Anschlussfähigkeit von Printpublikationen leisten? Sind sie ein geeigneter Ort des Austauschs fachlicher Expertise oder gelten die Interessen der User, was auch legitim wäre, eher dem schnellen Meinungsaustausch über Detailprobleme? Das sind tatsächlich Fragen, die man wohl erst in der Praxis beantworten kann. Bisher gibt es noch keine Kommentare dazu, weil man diesen, nehme ich an, diesen sehr langen und anspruchsvollen Text auch erstmal rezipieren muss und dann in aller Ruhe darüber nachdenkt. Also es ist nicht so schnell, die Reaktionszeiten müssen hier geringer sein. Ich hoffe aber, es wird noch Reaktionen geben.
Im Prinzip greift das, was Jan Kolpen hier gemacht hat, auf eine Textkategorie zurück, die wir in der Blogredaktion mal scherzhaft als digitale Kaffeepause bezeichnet haben. Also, die wir aber bisher nicht mit Leben füllen konnten. Ausgehend von der Beobachtung, dass Workshops und Konferenzen, dass die produktivsten Gespräche eben in der Kaffeepause stattfinden oder beim abendlichen Zusammensein, wo man sich dann relativ vertrauensvoll an Kollegen mit Problemen wendet, bei denen man selbst nicht weiterkommt, hielten wir es für denkbar, Ähnliches auf einem Blog zu institutionalisieren. Probleme, also gerne auch interdisziplinären Charakters, könnten dort zur Diskussion gestellt werden, was natürlich einen gewissen Mut erfordert, vor den Kollegen die Grenzen des eigenen Wissens einzugestehen. Und kennt natürlich jeder, aber sie zu thematisieren ist immer etwas schwierig. Der vorliegende Text von Kolb und Schmitz-Esser ist wohlgemerkt ein ganz anderer Fall, denn der ist so umfassend ausgearbeitet, dass sich die Autoren hier sicher keine Blöße geben. Und natürlich kann es auch nicht sinnvoll sein, eigene Recherchemängel und halbgare Texte regelmäßig vor einer Blogöffentlichkeit online zu stellen. Vielleicht ist die Vorstellung auch eine Illusion. Man könne die geschützte Öffentlichkeit einer Konferenz, bei der sich Gesprächspartner durch eigene Vorträge und ihre Position im Fach hinlänglich zur Kompetenz versichert haben, was wiederum größere Offenheit im Gespräch mit den Kollegen ermöglicht, als könnte man das auf einem Blog simulieren. Hier könnte also eine Kollision von technischen Möglichkeiten mit akademischem Habitus vorliegen, bei dem bis auf Weiteres die digitalen Optionen ungenutzt bleiben. Leichter dürften die zwei abschließend folgenden Ideen umzusetzen sein. Im klassischen Rezensionsgeschäft werden historische Ausstellungen eher selten besprochen. Es gibt die Kategorie natürlich bei Hasso zu Kult. Ich denke gerade, dass ein Blog mit der Möglichkeit, eben Fotos, Videos, Webangebote und so weiter einzubinden, dafür besonders geeignet wäre, weil eben die visuelle Dimension für Ausstellungen so zentral ist. Ganz kurz, es gibt zwei aktuelle große Landesausstellungen in Konstanz zum Konzil und in Regensburg zu Ludwig den Bayern. Also wer sich angesprochen fühlt, wendet sich an die Blogverantwortlichen. Diese Kategorie könnte man bald in Realität umsetzen. In eine ähnliche Kategorie von ja auch populärer Mittelalterrezeption fallen Besprechungen von Massive Open Online Courses, sogenannten MOOCs, mit medievistischem Bezug. Eine Rezension eines MOOCs, der sich an ein sehr breites Publikum wendet, der sogenannte Hanse-MOOC, ist meines Wissens nach in Vorbereitung. Eine Rezension des stärker auf die universitäre Lehre ausgerichteten MOOCs von Rainer Schreck zu Karl dem Großen wäre äußerst reizvoll. Der müsste jetzt schon online gegangen sein, wenn ich im Bilde bin. Auch hier kann man sich vertrauensvoll an die Blogverantwortlichen wenden. Genug aber der Autorengewinnung abschließend zum Thema. Ich hoffe, aufgezeigt zu haben, dass Publikationen auf wissenschaftlichen Blogs keineswegs in einem Konkurrenzverhältnis zu etablierten medievistischen Publikationsformen stehen müssen. Digital oder Papier ist oft ein ohne Not aufgebauschter Widerspruch. Eine friedliche und eher sogar fruchtbare Koexistenz zwischen Online- und Offline-Medien ist durchaus praktikabel. Schwieriger ist zu beantworten, was wirklich nur in digitaler Form möglich ist, auf Papier aber unmöglich wäre. Neben dem Vorschlag von diesen XHTML-Publikationen in Baumstruktur ist es eben vor allem die Interaktion über Kommentare. Diese hängt von der Kommentierungsbereitschaft der mitlesenden Fachwelt ab, über die wir immer wieder gesprochen haben hier. Und das bedeutet eben die Bereitschaft, seine stille Mitleserschaft gelegentlich zu verlassen und in seinen Kommentaren öffentlich sichtbar zu werden. Und das, bei all den Vorteilen und Chancen, die ich in den skizzierten Beitragsformen für eine interdisziplinäre Mittelalterforschung sehe, sollen die Nachteile und offenen Probleme nicht verschwiegen werden. Neben den genannten habituellen Vorbehalten bleiben für das Mittelalterblock die Fragen der Qualitätssicherung, aus meiner Perspektive jedenfalls, durchaus akut. Auch das Problem, ob unsere thematische Offenheit nicht als Beliebigkeit interpretiert werden kann. Es gibt noch Mängel in Navigation und Wiederauffindbarkeit von Texten, da müssen wir jetzt dringlich renovieren, weil wir einfach mit der Struktur des Beginns noch arbeiten. Die knappe Form der meisten Beiträge auf dem Blog soll auch, wie gesagt, Lücken in einer medievistischen Publikationspraxis füllen, aber nicht unbedingt einem kulturellen Wandel in Richtung einer Veröffentlichungskultur von Teil- und Kleinstergebnissen, das soll jetzt nicht befördert werden. Also nicht, dass man nachher wie in den Naturwissenschaften mehr Autoren als Seiten und so, also nee, das schwebt uns sicherlich nicht vor. Diese von mir vorgestellten
überwiegend bereits praktizierten Vorschläge zu neuen medievistischen Publikationsformen entwickeln sich weiter und werden hoffentlich in Teilen ihren Platz neben den klassischen Formen für Monographie, Sammelband und Zeitschriftenaufsatz finden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung und auch Überblick über die Publikationsformen, die jetzt im Moment vor allem auf unserem Blog zu finden sind. Aber ich denke, es gibt da auch andere vergleichbare Angebote. Und ich habe das Gefühl, dass gerade über das letzte Experiment, über den Schwaderer Text, auch nachher sehr viel Diskussionsbedarf bestehen wird. Doch kommen wir zuerst zu unserem nächsten Beitrag. Ich habe jetzt eine schwere Aufgabe vor mir, denn ich muss Klaus Graf ankündigen und ich weiß nicht wie. Ich könnte sehr, sehr viel über ihn erzählen, dann hätte er ganz sicher keine Zeit mehr, seinen eigenen Vortrag zu halten. Ich könnte erzählen natürlich, dass er schon seit über 10 Jahren ganz erfolgreich das Blog Archivalia betreibt, dass er immer wieder natürlich sich in die wissenschaftliche Diskussion einmischt. Ich könnte aber auch darauf vertrauen, dass alle schon Klaus Graf kennen, dann würde ich natürlich meinen Moderationspflichten entfliehen. Ich versuche mal einen Mittelweg. Ich sage, wir haben Klaus Graf eingeladen, weil er eben nicht nur sehr, sehr viel Expertise hat auf dem Gebiet des Bloggens, sondern weil er natürlich auch absolut beschlagen ist, was die rechtlichen Aspekte des Bloggens betrifft. Und er wird uns jetzt etwas vorstellen über Open Access, Creative Commons und das Posten von Handschriften-Scans. Ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe meinen Beitrag ausgesprochen kurz konzipiert, damit wir vielleicht mit Fragen und Antworten auch noch konkrete Probleme in der Diskussion nachher besprechen können. Zunächst ein paar Banalitäten. Wissenschaft ohne Wissenschaftskommunikation ist sinnlos. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen veröffentlicht und verbreitet werden. Wissenschaft muss zudem überprüfbar sein. Je besser die Forschungsdaten, also das Rohmaterial der Wissenschaft, verfügbar sind, umso besser steht es um die Überprüfbarkeit. Open Access ist das Versprechen auf umfassende Chancengleichheit, was den digitalen Zugang zu Forschungsergebnissen und Forschungsdaten angeht. Open Access hat 2 Dimensionen. Erstens die Beseitigung von finanziellen Hürden, man nennt das gratis Open Access. Und zweitens die Beseitigung von urheberrechtlichen Barrieren im Sinne vollständiger Nachnutzbarkeit. Man sagt dazu Libre Open Access. Realisiert wird dieser Libre Open Access vor allem durch Creative Commons Lizenzen, auf die wir noch eingehen werden. Die Wissenschaft muss nach meiner Ansicht nach flüssiger werden. Digitale Kommunikation, insbesondere Blogs und Wikis, ermöglicht eine solche Dynamisierung. Idealerweise sollten alle Belege in Form von Hyperlinks auf Online-Publikationen oder Digitalisate gegeben werden. Ein Blogger, der ein gedrucktes Buch zitiert, von dem es auch eine retro-digitalisierte Fassung gibt, sollte also immer die Fundstelle möglichst seitengenau, wenn das möglich ist, verlinken. Wissenschaftsblogs sind natürlich gratis Open Access, aber zu selten Libre Open Access, also mit einer passenden Creative Commons Lizenz ausgestattet. Im Redaktionsblog von Hypothese.org ist ja ein Plädoyer von mir für CC BY, die Standardlizenz der führenden Open Access Verlage, zu finden. CC BY, also Creative Commons
Attribution, BY steht eben für die Autorzurechnung, die Autornennung. Wissenschaft braucht Nachnutzbarkeit. Sie kann und muss auf früheren Erkenntnissen aufbauen. Daher ist eine Einschränkung keine Bearbeitung, keine Option. Also die Lizenz CC BY ND ist nicht empfehlenswert im wissenschaftlichen Kontext. Und das ist wohl kontroverser. Kontraproduktiv ist aber auch der Ausschluss kommerzieller Nutzung CC BY NC. Da steht das NC für Non-Commercial. Dazu nur auch ein ganz kurzes Argument, ausgehend von Bildnutzungen. Die meisten wissenschaftlichen Zeitschriften erscheinen in kommerziellen Verlagen, Bilder und Grafiken unter CC BY NC, also nur für nicht kommerzielle Nutzung, können in diesen wissenschaftlichen Zeitschriften nicht genutzt werden. Und das ist natürlich nicht das, was Wissenschaftler als sinnvoll ansehen können. Daher sage ich ein weiteres Mal, nur CC BY oder CC BY SA, also Share Alike, das will ich jetzt nicht erklären, kommt für Waren Open Access in Frage. Bei Forschungsdaten ist aber auch schon diese liberale Lizenz CC BY, also die reine Autornennung, zu restriktiv. Diese Daten sollten, wenn sie überhaupt urheberrechtlich geschützt sind, Public Domain sein, beziehungsweise Creative Commons 0 CC 0. Wer Open Access in diesem Sinn konsequent unterstützen will, sieht sich aber juristischen Hürden gegenüber, also vor allem einem für die Wissenschaft nicht tauglichen Urheberrecht. Es gibt dazu ein wenig Bewegung in letzter Zeit, eine Diskussion über eine allgemeine Wissenschaftsschranke, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass das Problem gerade von den maßgeblichen Entscheidungsträgern viel zu wenig gesehen wird. Ich möchte nur ganz kursorisch auf meine Artikelreihe Blog und Recht in Archivalia hinweisen. Dort habe ich mich unter anderem zur Impressungspflicht von Blogs geäußert, zum Nutzen fremder Bilder, zur Haftung für Hyperlinks, zum Einbinden von Videos. Also da finden Sie hoffentlich weitere Belehrung. Herr Waldschütz hat im Vorfeld dieser Tagung, aber nicht darauf bezogen, auf Twitter eine Frage gestellt, darf ich eine Karte scannen und in einen Blogpost einbinden? Die Antwort kann wie leider allzu häufig nur lauten, kommt drauf an. Zunächst einmal muss man sich fragen, ist diese Karte überhaupt geschützt? Wenn der Kartograf 70 Jahre tot ist, fällt das schon mal weg. Also eine Karte aus dem 18. Jahrhundert darf man ohne weiteres scannen und nutzen. Nun hat man aber oft irgendwelche Karten aus den 30er oder vielleicht 50er Jahren, wo man von vornherein davon ausgehen kann, dass der Autor noch keine 70 Jahre tot ist. Dann ist natürlich die Frage, handelt es sich eventuell um eine sehr einfache Gestaltung? Das heißt, ist das einfach nur eine Verbreitungskarte, wo eben ein paar farbige Punkte zu sehen sind, dann würde ich sagen, eine solche Karte ist auch nach der sehr, sehr liberalen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht urheberrechtlich geschützt. Dann wäre die nächste Frage, gibt es eine Erlaubnis durch die Nutzungsbedingungen des Angebots der Karte? Also ist etwa eine Einbindung der Karte unter bestimmten Umständen, etwa für nicht kommerzielle Zwecke, wie bei Google Maps erlaubt.
Wenn das der Fall ist, ist man natürlich auch fein raus. Ich möchte dazu einen winzigen Exkurs machen und von dem Kartenbeispiel weggehen und darauf hinweisen, dass ich vor kurzem gezeigt habe, dass durch dieses Einbinden-Feature auf Flickr, das ja so die größte Foto-Community der Welt mit vielen Millionen Fotos darstellt, dass durch dieses Einbinden-Feature ein grandioser Bilderschatz für Nachnutzer geöffnet worden ist. Jeder, der ein Foto auf Flickr hochstellt, muss damit rechnen, dass Flickr einen Teilen-Link, einen Sharing-Link einsetzt. Das muss er unterbinden, wenn er nicht will, dass sein Beitrag und sein Foto auf einer anderen Webseite ohne Zustimmung genutzt wird. Das heißt, das ist eben eine allgemeine urheberrechtliche ein Essential, dass man, wenn der Urheber bestimmten Nutzungsbedingungen zustimmt, dass man sich darauf auch berufen kann. Das bedeutet also, man kann nach meiner Rechtsauslegung auch in einem kommerziellen Kontext ein Bild, das unter einer nicht kommerziellen Lizenz steht, wenn das auf Flickr zum Teilen freigegeben ist, dann nutzen. Teilen bedeutet, man kopiert nicht das Bild auf den eigenen Blog, sondern man verwendet exakt den vorgegebenen Einbettungscode, den Flickr dafür anbietet, den kopiert man dann in die, also bei WordPress in die Textversion, nicht die visuelle Version und kann dann eben diese Dinge nachnutzen. Also da ist eigentlich auch für Wissenschaftsblogger eine grandiose Erleichterung durch dieses Einbinden-Feature gegeben, weil auf Flickr sind natürlich auch unendlich viele Institutionen vertreten. Es gibt natürlich auch diesen Bereich Flickr Commons, den man auf jeden Fall nutzen kann, weil da eben keine urheberrechtlichen Rechte mehr an den Bildern geltend gemacht werden. Also soweit ein ganz kurzer Exkurs zu Flickr. Zurück zu unserem Stadtplanausschnitt oder zu der Karteneinbindung. Wenn man jetzt nun so einen modernen Stadtplanangebot nimmt, dann kann das zum Teil teuer werden. Wenn man etwa sie hat für eine Veranstaltung einen solchen Ausschnitt ins Netz gestellt für die Anfahrt und musste dann 400 Euro Abmahnung Gebühren zahlen. Wichtig ist aber im wissenschaftlichen Kontext, und das gilt natürlich auch für Wissenschaftsblogs, es gibt auch ein Zitatrecht für Bilder, § 51 Urheberrechtsgesetz. Allerdings muss dort die Karte als Beleg dienen und darf nicht bloße Illustration sein. Wenn also Herr Waldschütz beispielsweise die Verbreitung der Herrensitze und die Begüterung der Herren von Kaltenbach für seine Bürglerchronik mit einer bereits von einem anderen erstellten Karten, mit einer bereits von jemand anderem erstellten Karte dokumentieren will, und das ist für seinen Kommentarzusammenhang und für seine wissenschaftlichen Ausführungen wichtig, dann darf er das tatsächlich tun. Zitate setzen voraus, man muss die Quelle angeben und es muss eben ein Zitatzweck gegeben sein. Das Bild oder die Karte darf nicht bloße Illustration sein, man muss sozusagen mit dem Bild arbeiten. Also wenn sich etwa ein Blogpost zentral mit Picassos Guernica auseinandersetzt, um etwas Zeitgeschichtliches zu nennen, darf man natürlich auch das Bild oder einen Ausschnitt abbilden, ohne dass man die VG Bildkunst, die sonst zuständig wäre, hier zu fragen. Überhaupt sehe ich die Abmahngefahr bei solchen
Karten aus einem wissenschaftlichen Buch, anders bei diesen Stadtplanausschnitten, verschwindend, dass die verschwindend gering ist. Mein letzter Punkt ist Posten von Handschriftenabbildungen. Die Handschriften sind ja, wenn es sich um mittelalterliche Handschriften handelt, gemeinfrei, aber wie steht es um die Reproduktionen? EU-Kommission und EU-Parlament haben ja den Grundsatz unterstrichen, gemeinfrei muss auch digitalisiert gemeinfrei bleiben und darauf kann man sich gegenüber Institutionen, die sich querstellen, durchaus berufen. Ganz generell geht der Trend in Richtung Open Access, also freie Nutzung. Das Getty-Museum hat also da sehr viele Bilder ohne Beschränkungen in guter Auflösung oder sehr guter Auflösung ins Netz gestellt. Die Handschriften, Abbildungen aus dem Katalog der British Library sind auch als Public Domain nutzbar. Und überhaupt hat auch die Berliner Erklärung von 2003 für Open Access ausdrücklich auch die kulturverwahrenden oder Gedächtnisinstitutionen adressiert, also Archive, Bibliotheken und Museen aufgerufen, ihre Kulturgüter Open Access und das heißt eben auch mit Nachnutzbarkeit ohne diese happigen Bildrechte Gebühren ins Netz zu stellen. Es spricht alles dafür, dass Handschriftenreproduktionen bzw. generell Reproduktionen von Flachware nicht durch EU-Urheberrecht und Schweizer Urheberrecht geschützt sind. Wenn das nicht so wäre, dann wären sie eben bis 70 Jahre nach dem Tod des Reproduzierenden, also des Fotografen, geschützt, was ich also auch generell für eine absurde Ansicht hielte. Leider gibt es in Deutschland und Österreich nun dieses Recht der sogenannten einfachen Lichtbilder, also in Deutschland § 72 Urheberrechtsgesetz, aber auch da vertrete ich die Ansicht, dass nach deutscher Rechtslage, also vor allem nach der Rechtsprechung des BGH, originalgetreue Wiedergaben zweidimensionaler Vorlagen ebenfalls nicht als einfache Lichtbilder geschützt sind. Das ist auch auf jeden Fall die Praxis der Wikipedia, die damit überhaupt noch keine Probleme hatte und auch es gibt auch keinerlei Prozesse, die nun hier etwas anderes zum Vorschein gebracht hätten. Die Rechteinhaber wissen natürlich genau, wieso sie sich nicht gegen solche Nutzungen wenden, weil sie sich da aller Wahrscheinlichkeit eine blutige Nase holen wollen. Also lässt man es so in einer Sphäre von Verunsicherung und einer rechtlichen Grauzone und betont eben, man habe da umfassende Verwertungsrechte, aber nicht überall, wo Copyright draufsteht, ist auch Copyright drin. Also es gibt ja dieses Phänomen Copy Fraud, also eine Art betrügerische Schutzrechtsberühmung, wie der Jurist sagt. Konkretes Beispiel, Reproduktionen alter Fotos sind nach der eindeutigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf keinen Fall geschützt. Trotzdem verzieren zuhauf insbesondere Archive, die Online-Wiedergaben solcher alten Fotos mit Wasserzeichen. Das ist also eindeutig Copyfraud, eine unzulässige rechte Ausübung. Ganz generell möchte ich davor warnen, anzunehmen, man hätte in diesem Bereich eine Abmahnwelle der Institutionen zu befürchten. Es ist ziemlich unstrittig, auch bei den Juristen, dass etwa Massendigitalisierung, und das gilt natürlich auch für das Umblättern von Handschriften, auch wenn das manuell erfolgt und auch wenn man vorher bestimmte Parameter einstellt, dass also Massendigitalisierung nicht geschützt ist. Ich habe mich ja schon wiederholt gegen dieses Zwingherrentum der Institutionen ausgesprochen und mein Grundsatz ist, Kulturgut muss frei sein.
Dazu habe ich ja dann auch diverse Online-Publikationen, die Sie leicht auch auf meinem Blog auffinden, geschrieben. Aber leider können sich de facto Rechteinhaber mit ihrem Copyfraud durchsetzen, da Nutzer generell zu ängstlich sind. Man will, und das ist natürlich auch in gewisser Weise verständlich, sich mit mächtigen Institutionen wie etwa der Bayerischen Staatsbibliothek nicht verderben. Aber ich denke, auch da gilt die Wikipedia-Devise, sei mutig. Und man kann also beispielsweise solche Handschriftenabbildungen ohne weiteres auf Wikimedia Commons anonym posten. Das heißt, die Institution kriegt das nicht mit, wer das zu verantworten hat. Damit ist man auch nicht greifbar als Nutzer und man kann es dann von dort zitieren oder verlinken. Man muss natürlich sich auch im Klaren sein, Verbote, Abbildungen von Handschriften zu posten, schaden der Wissenschaft. Man kann also paläographische Datierungen nicht durch andere vornehmen lassen oder wenn, dann, dass man ihnen dann halt per Mail diejenigen, von denen man denkt, die können das sowas noch, das ist ja leider etwas im Schwinden, diese Kompetenz. Also wenn man denen das mailt, kann man es nur machen, aber jetzt gewissermaßen unbeteiligte Dritte könnten natürlich auch im Netz vorfindliche Handschriften datieren oder an denen Schriftvergleiche vornehmen. Es gibt durchaus auch eine gewisse Bewegung in diesem Bereich. Ganz neu ist eine Entscheidung der wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg, die also ihre Digitalisate generell unter CC BY-SA, also auch für die Wikipedia nutzbar, zur Verfügung stellen wollen, aber wenn man es streng nimmt, ist auch das Copyfraud, denn wenn kein urheberrechtlicher Schutz besteht, dann ist auch natürlich kein Raum für eine Creative Commons Lizenz, die ja im Grunde genommen eine urheberrechtliche Vertragsregelung darstellt, dass sie eine Lizenz, also eine Erlaubnis bedeutet, etwas Geschütztes zu nutzen. Ist etwas nicht geschützt, dann kann auch etwas nicht unter CC gestellt werden. Abschließend drei Forderungen. Erstens, Forscher sollten sich vehement für offene Inhalte einsetzen und Copyfraud bekämpfen. Zweitens, Forscher sollten mutig sein und bei Reproduktionen von 2D-Vorlagen sich über solche ungerechtfertigten Beschränkungen hinwegsetzen. Und drittens, bei eindeutig geschützten Abbildungen, zum Beispiel von Skulpturen, also das ist ja keine Flachware, bietet das Zitatrecht unter Umständen Nutzungsmöglichkeiten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel Stoff für Diskussionen erhalten und deswegen würde ich wir zum Fragen bitten. Gibt es Fragen? Ja, Herr Kutschel. Ja, ich hätte eine Frage zu Ihren Empfehlungen bei Forschungsdaten, die unter CC Zero zu veröffentlichen. Wir haben letzte Woche das in Mainz auch diskutiert. Und da kam dann raus, dass die Definition von Forschungsdaten ein Problem ist. Also wenn die Register Imperii jetzt die Register im Internet veröffentlichen, wären das für Sie Forschungsdaten? Die werden ja auch für weitere Forschungen verwendet. Oder wie würden Sie das einschätzen? Da haben Sie natürlich recht. Wenn man, also normalerweise würde ich sagen, dass bei solchen Registenpublikationen, dass man die oder auch Handschriftenkataloge, dass man die eben als ganz normale wissenschaftliche Werke behandelt. Das heißt, da wäre dann die Lizenz CC BY, also die Urhebernennung. Die reinen Daten oder reine Daten wären zum Beispiel dann eine Liste von Ausstellungsorten. An so einer Liste ist ja dann ohnehin im Grunde genommen fraglich, ob
jetzt etwa die Liste der Ausstellungsorte der Urkunden Karls des Großen überhaupt einen urheberrechtlichen Schutz beanspruchen kann, was man ja mit guten Gründen bezweifeln kann. Man kann eben sagen, das ist ja eine auf Vollständigkeit angelegte Faktensammlung und man kann ja eigentlich nicht so eine Faktensammlung oder nach dem Konzept des Urheberrechts ist es nicht möglich, die dann zu monopolisieren. Oder eben eine Liste von Daten, Ausstellungsdaten, wäre also schon eher im Bereich Forschungsdaten. Bei Metadaten, wie zum Beispiel in Bibliothekskatalogen, hat man im Grunde genommen die Linie, dass das Open Data sein sollen, die also unter CC0 möglichst zugänglich sein sollen. Und da gibt es auch schon von der Deutschen Nationalbibliothek und anderen Verbünden sehr, sehr erfolgversprechende große Fortschritte, die große Datenbestände in diesem Bereich zugänglich gemacht haben. Also ich würde das auch ohne weiteres auf archivische Erschließungsdaten beziehen, während natürlich so mit hohem Aufwand erstellte Registen, wie die Register Imperii, da sehe ich im Grunde genommen jetzt nicht den entscheidenden Vorteil von CC0, sondern da sehe ich durchaus eigentlich so die traditionelle Attributionskultur unseres Fachs auch gegeben, die unabhängig auch etwa von solchen Lizenzen vorsieht, dass man solche Leistungen nicht ohne Quellenangabe und Angabe, wer das zu verantworten hat, übernimmt. Also da hätte ich noch einen Kommentar dazu. Sie haben gerade gesagt, dass es die traditionelle Sicht ist, immer den Namen dann mitzugeben, und damit es auch richtig zitiert werden kann. Genau das kam letzte Woche bei uns bei der Diskussion auch raus. Ein Blick in die Zukunft könnte es ja sein, dass Projekte irgendwann mal daran gemessen werden, wie stark ihre Forschungsdaten nachgenutzt werden, die Online-Registen. Dass man dann einfach, das kann man ja relativ leicht feststellen im Netz, wenn das alles verlinkt ist, mit Namensnennung, können Sie ja feststellen, wie weit diese Daten nachgenutzt wurden. Und es könnte sein, dass dieses Kriterium irgendwann mal ein Evaluationskriterium bei der Zuweisung von Forschungsförderungsmitteln sein könnte. Wenn wir jetzt aber CC0 machen, dann sind wir raus, weil das können wir nie wieder zurücknehmen. Und deswegen ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, also je freier, desto besser. Aber da bin ich letzte Woche überzeugt worden, vielleicht sollte man da als Projekt, das auch von öffentlichen Mitteln abhängig ist, ein bisschen darauf achten, dass der Name erhalten bleibt. Danke. Ich habe eine Frage, was die Verwertung von Bildmaterial, also seien es jetzt nicht nur Karten, sondern auch vielleicht im kunsthistorischen Bereich oder auch Handschriftenabbildungen im Netz angeht. Und zwar nicht von Bildern, die frei im Netz stehen, innerhalb des Netzes, sondern dann im Printbereich. Gibt es da andere Regeln zu beachten? Also wir haben oft das Problem, gerade wenn wir im Verlagswesen sind, dass wir frei im Netz zur Verfügung stehende Abbildungen dann gerne auf dem Cover von einem Buch abbilden können. Da gelten dann aber, glaube ich, meines Wissens andere Rechte. Ist das so? Also kennen Sie sich da auch aus? Ja, also ich meine, ich bin ja nun als Hobbyjurist, habe ich mich ja seit vielen Jahren mit Fragen des Urheberrechts befasst. Sie können ja auch gern käuflich meine Urheberrechtsfibel erwerben für knapp 20 Euro, wenn Sie sie nicht kostenlos Open Access herunterladen möchten unter CC-BY-SA. Also einfach Urheberrechtsfibel bei Google eingeben. Dort habe ich mich bemüht, eben ein bisschen allgemeinverständlich solche Punkte aufzugreifen. Es besteht im Prinzip keinen Unterschied zum Verlagsbereich. Das heißt, wenn man eben diese Position, zwei Flachware ist nicht schützbar in der Reproduktion, wenn man diese Position teilt, dann gilt das natürlich genauso für eine Coverabbildung auf einem Verlagsbuch. Auch das darf man, also man darf aus dem Netz oder aus einer anderen Printpublikation ohne Rechte des Verlags zu verletzen, ohne weiteres dann eben ungeschützte Bilder
herausnehmen und beliebig weiterverwenden. Also ich darf zum Beispiel eine Reproduktion von Dürers Hasen aus dem Netz oder aus einer gedruckten Publikation scannen und dann auf mein Cover, Buchcover übernehmen, ohne dass das im Grunde genommen oder ohne dass da eine Abmahnung droht, weil das eben gemeinfrei ist, denn Dürer ist ja nun schon länger. Deinen Vortrag. Es kommt ja wieder das auch zum Vorschein, was gestern schon teilweise angesprochen und diskutiert wurde. Wenn man einen Blog hat, dann hat man ja auch ein bisschen die Hand darauf, was dann dort auch tatsächlich eingestellt wird. Wie reflektiert man das eigentlich jetzt in eurem Redaktionsteam? Habt ihr da Erfahrungswerte, wie weit oder wie viel ihr schon sozusagen ausgejätet habt, also was eigentlich in die Diskussion gar nicht einfließt. Wie viel ist das so in der Masse an Rücklauf? Danke für die Frage, Andreas. Also wir lassen die Texte in der Regel eben, bevor sie freigeschaltet werden, ja, nochmal vorlegen. Wir lesen drüber, geben jedenfalls Hinweise, was noch ergänzt werden sollte. Der Punkt ist, wir sind in gerade diesen Kategorien, die ich hier vorgestellt habe, sehr niederschwellig. Das heißt, dass wir jetzt direkt einen Text komplett abgewiesen hätten, erinnere ich mich nicht, frage auch an meine Kollegen hier. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Aber natürlich gingen wir anfangs auch davon aus, naja, wenn jemand ein Dissertationsprojekt eben in den 1000-Worte-Forschung einreicht, vielleicht auch zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt, dann kann man natürlich dort auch noch nicht ein komplett überzeugendes oder ein komplett fehlerfreies, unangreifbares Konzept erwarten. Wir hoffen ja immer, dass eben diese Korrekturfunktion über die Kommentare kommt und sich die Dinge dadurch auch über Interaktionen weiter verbessern. Das hat jetzt so noch nicht funktioniert. Was ich andeuten wollte, wir, gerade durch unseren interdisziplinären Charakter, wir kriegen eben kunsthistorische, archäologische, Philosophiegeschichte hatten wir neulich, es kommt was aus der Orientalistik. Da sind wir natürlich, wir können dann zwar drüber lesen, sagen, das klingt irgendwie plausibel, aber natürlich sind wir nicht wirklich kompetent, um das einzuschätzen. Das ist ein gewisses Problem, das ich habe. Wir haben keinen strengen Peer Review, wie es eben eine Zeitschrift machen würde. Oder wir fragen schon auch mal Kollegen, wir können versuchen, unsere Netzwerke einzubinden, schicken mal was hin und gib uns mal eine Meinung dazu. Kann man das in dieser Form so veröffentlichen? Sehr viel elaborierter ist der Prozess eben bisher nicht. Und die Frage ist, sollte er es werden oder wollen wir diese Niederschwelligkeit gerade behalten? Das ist ja die Grundsatzentscheidung. Genau. So viel dazu. Ja, vielleicht gleich daran anknüpfen, an das, was du gesagt hast. Muss das eine Grundsatzentscheidung für den ganzen Blog sein oder lässt es sich nicht auch durchaus denken, dass für manche Kategorien, die du ja vorgestellt hast, so ein Peer-Review-Prozess eingeführt wird, für andere aber nicht? Also beispielsweise eine Ausstellungskommentierung vielleicht eher nicht, aber für Opuscula ja oder für 1000 Worte Forschung ja. Ja, also ich denke genau in diese Richtung, dass wir eben das, was eben auch zitierbar ist über den IOPAC, was gerade die Opuscula, die ja, am ehesten, ja, die eben wirklich bei den 1000 Worten Forschung, würde ich sagen, Selbstanzeigen, da ist klar, dass man hier die Sicht des Autors bekommt und sonst nichts. Ja, das muss ja auch jedem Leser klar sein. Da, bei den Opuscula, den Zellen, dort sehe ich am dringendsten den Bedarf, eben Kollegen mit einzubeziehen. Nur wollen wir,
das ist natürlich sehr in die Zukunft gedacht, uns aller Sehpunkte mit einer Fachredaktion versehen, dann kommt diese ganze Hierarchisierung und Institutionalisierung wieder rein. Es wird unglaublich kompliziert, es wird unglaublich zeitaufwendig. Und du hattest es ja gestern diesen Punkt sehr stark gemacht. Wir sind ja immerhin schon 6 Schultern. Das ist wirklich sehr viel besser, als auf 2 Schultern so einen Block zu wuppen. Aber da kämen wir ganz schnell an unsere Grenze. Und deswegen bisher haben wir auch kein negatives Feedback bekommen, was habt ihr denn da publiziert, wäre mal lieber offline geblieben. Aber da insgesamt das Feedback nicht so riesig ist, ist es natürlich schwierig für uns einzuschätzen. Ne? Also, aber du hast recht, man müsste nach der Beitragssorte differenzieren, wobei gerade eine Ausstellungsrezension, wenn die vernichtend sein sollte, dann vielleicht zu Unrecht, oder also da kann man ja sehr viel mehr Schaden vielleicht noch anrichten, als mit einem diskutablen Opuskulum. Also ist auch nicht so harmlos. Ja, ich denke auch, man sollte da wahrscheinlich die Hürden tatsächlich nicht zu hoch hängen, also aus praktischen Gründen, und weil ich mir auch vorstellen könnte, dass eben gerade wirklich jüngere Leute dann einfach auch noch stärker abgehalten werden, dass alles so lange dauert, und ich glaube, das ist der Sache eher nicht so dienlich. Und dann hätte mich noch interessiert, also nachdem ja tatsächlich da eigentlich schon, es da doch auch irgendwie wirklich eine Publikationsplattform eben ist für Misszellen und so weiter, wird das denn nur über den RI-OPAC nachgewiesen bibliografisch, oder taucht das dann auch irgendwann bei den Jahresberichten für deutsche Geschichte oder irgendwas auf, weil also ansonsten ist es natürlich nur eingeschränkt auffindbar, weil also ich würde das schon versuchen, also wenn da tatsächlich eben gerade solche Fundstücke präsentiert werden, die ja vielleicht Leute, die sich damit beschäftigen oder eben auch diese Stück für Stück Übersetzungen von Texten, also das würde ich schon versuchen, eher breiter zu streuen, also vielleicht, oder nicht? Ja, wünschenswert wäre das, aber wir dachten, mit dem RI-OPAC haben wir die Suchmaschine für unser Fach. Also gut, klar, International Medieval Bibliography könnte man, aber das, da würde ich so den RI-OPAC noch die für uns relevantere Wahl. Also eigentlich haben wir schon das, womit doch alle als allererstes suchen. Also ansonsten ist es nicht weiter aufgenommen bisher. Aber man muss natürlich auch immer Institutionen gewinnen, und dass die Register Imperii da gesagt haben, ja, das nehmen wir auf, das war für uns auch wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Also Caro hat es gestern erwähnt, seitdem man das hinzufügt, ist die Autorengewinnung sehr viel leichter. Ja, weil also eine Sache nur vielleicht, RI ist natürlich unter Medievisten bekannt, aber was zum Beispiel die Landesgeschichte betrifft oder so, ich würde das schon, also das denke ich, wäre für zukünftige Sachen schon nicht ganz unwichtig, dass es irgendwie in den normalen historischen Bibliografien einfach auftaucht. Ist sicherlich wünschenswert. Wenn wir das Standing weiterentwickeln, dass dort eine Bereitschaft entsteht, und vielleicht ist es dann, das könnte ich mir schon, würde ich mir wünschen und kann ich mir vorstellen, dann natürlich. Also wir wollen es muss sich nicht darauf beschränken, aber wir sind momentan über die Situation erstmal ganz zufrieden und schauen, in welche Richtung es weitergeht. Ja. Vielmals entschuldigen für die Unbedarftheit meiner Frage, und ich spüre schon das genervte Durchatmen der Experten, aber ich möchte sie trotzdem stellen, meine Frage, nämlich auch nach der Erfahrung der Vorträge am gestrigen Tag, warum wird geblockt? Was ist der Block? Warum blockt die Wissenschaft? Was ist der Unterschied? Vor allem frage ich mich nach wie vor, zur Webseite ist der Blog die Webseite des Mittelbaus, ist der Blog das Journal und die Webseite das Buch. Was unterscheidet den Blog jetzt wirklich von einer gut gemachten Webseite, die gut aktualisiert wird? Das Moment der Interaktion, der Partizipation, was immer herausgestellt wird, das wird ja auch gleichzeitig immer auch wieder betont, das funktioniert nicht so ganz. Also das Feedback ist keineswegs so, wie man es sich erwartet. Und der Kommentar, den man sich erhofft, vor allem von den Experten, bleibt aus. Also
dann doch meine Frage nochmal, was ist jetzt wirklich das Besondere? Also ab einem bestimmten Alter fragt man sich ja, soll ich mich darauf noch einlassen? Man ist umgeben von schicken jungen Leuten, die lächeln, die alles können, die perfekt mit allen Techniken umgehen, mit den neuen. Ich will jetzt nicht meine Situation verallgemeinern, aber man fragt sich ja schon mal, ist das etwas, auf was du dich auch noch einlässt, zumal du ja teilweise zumindest Vertreter einer Institution bist, öffnest du dich diesem Weg? Du wirst nie mehr selbst in der Lage sein, das zu beherrschen, aber gehst du mit deiner Institution da rein? Oder ist nicht das, was wir ohnehin schon haben und wo wir uns mit Hängen und Würgen oft ja auch in neue Bereiche eingearbeitet haben, ist das nicht genug, was wir haben? Und ist nicht die Dynamik eines Blogs nicht letztendlich einfach nur auf die bestehende Plattformfunktion der Webseite zu adaptieren und letztlich da gewissermaßen eine Synthese anzustreben? Ich wollte, die Frage wirft natürlich das Problem oder beleuchtet das Problem, was ist überhaupt ein Blog? Man spricht ja auch bei Twitter von Microblogging, das heißt, wir haben gestern ja auch schon gesehen, dass es eine unglaubliche Spannbreite von Möglichkeiten zu bloggen gibt, eben vom reinen Bilderposten etwa auf Tumblr bis hin zu solchen elaborierteren Formen, wie wir sie heute vorgestellt bekommen haben, etwa Mittelalter-Blog, Ordensgeschichte-Blog oder anderen Gemeinschaftsblogs, Frühneuzeit-Blog der RWTH, an dem ich ja auch beteiligt bin. Im Prinzip ist es so, dass das eigentlich eine offene Form ist, für die man nie zu alt ist. Also ich denke, ein großes Vorbild als Archivar war zum Beispiel für mich, als ich auf der Archivschule war, damals gab es das Internet noch nicht, dass man uns erzählt hatte, der damalige Papst der Archivwissenschaft, Johannes Papritz, hätte sich noch im Alter von 95 einen Computer zugelegt, um das zu lernen. Also bis dahin haben sie wohl noch ein bisschen Zeit. Ich denke auch, es gibt ganz, ganz viele ältere Menschen, die sehr glücklich sind mit diesen neuen Formen. Es ist einfach so, dass ein ganz wichtiger Gesichtspunkt für denjenigen, der bloggt, ist, dass es unglaublich viel Spaß bereitet. Also das ist bei allem, was hier im Grunde genommen so, also wir müssen natürlich jetzt unglaublich seriös tun und hier die wissenschaftlichen Erträge in den Vordergrund stellen und dürfen nicht auf Unterhaltungsaspekte und Ähnliches eingehen, aber wenn man sich etwa anguckt, was etwa in Archivalia passiert, auch mit nicht nur mit bösartigen oder etwas Mobbing-Kommentaren, sondern auch zum Teil lustigen Bemerkungen, was da auch an unterhaltsamen Content oder als Entertainment vielleicht geboten wird, oder eben auch mitunter auch provozierenden Positionen im Bereich der ganz weit gefassten Wissenschaft unglaublich bereichert, was sich eben von den öden, verkrusteten Strukturen der traditionellen Wissenschaft doch deutlich abhebt, die eben auf diese ganz festgefügten Formate setzt, wie Buch, Zeitschriftenartikel, Konferenzbeitrag und irgendwelcher Fun oder Spaß hat da allenfalls in der Kaffeepause einer Konferenz seinen Platz. Also das findet man eben auch in Blogs und deshalb blogge ich eigentlich auch, weil ich das als angemessene Form seit über 10 Jahren empfinde. Und wenn man es einfach mal ausprobiert,
dann braucht man da nicht jahrelang zur Einarbeitung, sondern das kann man durchaus auch zum Teil schon in der Woche lernen. Ich wollte nur ganz kurz auf Herrn Engelhardt reagieren. Ich unterschreibe völlig, wenn das nicht Spaß machen würde, also wir prügeln uns auch nicht dazu, ja, also machen das freiwillig und tatsächlich, vielleicht kommt das mal zu kurz, ja, also es macht einfach sehr viel Vergnügen. Darüber hinaus aber vielleicht drei Punkte, obwohl Ihre Frage eigentlich unbeantwortbar ist, aber ich versuche es. Die Interaktion funktioniert manchmal eben doch und vielleicht ändert sich eben auch diese Diskussionskultur. Ich sehe so Ansätze, sonst vielleicht übertreiben wir auch immer zu betonen, dass es nicht funktioniert mit den Kommentaren. Es gibt ja Beispiele, wo es ganz ordentlich funktioniert. Also das ist ein Argument, es ist sehr, sehr schnell, viel schneller als die herkömmlichen Medien. Die Niederschwelligkeit haben wir schon angesprochen. Sie haben eine ziemlich große Reichweite, die Sie in der Druckpublikation kaum einschätzen können bisher. Auch hier, Thorsten Hittenmann hat es gestern vorgestellt, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Die Zahlen sind nicht sehr, geben keine ganz objektiven Aussagen, aber man hat eine Ahnung, eine gewisse Ahnung, wie viele Leute man denn so erreicht. Und man erreicht nicht nur, man nimmt, und da würde ich nochmal die Lanze als jemand, der nicht twittert, für Twitter brechen, man nimmt unglaublich viel wahr. Ich mache das ein bisschen parasitär. Ich folge, was Björn Geber von unserem Blog-Account twittert und was ich da schon alles gefunden habe, ich hätte Dinge definitiv auf dem herkömmlichen Weg nicht wahrgenommen und auch nicht nur durch normale Internetbenutzung. Also da, ich habe immer Probleme mit dem Begriff Schwarmintelligenz, aber man erweitert zumindest gewaltig seine Perspektive. Es tritt viel mehr, man hat viel mehr Kontakte mit denen, die man einen anderen Weg wohl kaum sehen würde. Also vielleicht das in ganz kurzer Form. Warum? Und was Sie machen können, lesen Sie einfach mal einen mit. Also unser Blog wird vermutlich, ist ja nicht Ihr Fach, ja, aber Sie werden, wenn Sie sich ein bisschen Zeit investieren, ein Gefühl dafür entwickeln, was man von diesen Medien erwarten kann und was nicht. Also es war genau der Punkt, wo ich dann nochmal, wo ich das auch gesehen habe. Die Frage ist ja die Frage, was ein Blog von einer Internetseite unterscheidet. Und der Unterschied liegt nicht im Inhalt, sondern er liegt auf der technischen Ebene. Weil ein Blog mit diesen neuen Techniken, also wie WordPress oder Hypothese und so weiter, erlaubt ein schnelles und unkompliziertes Publizieren im Internet. Während man über eine Internetseite, je nachdem, ob man eine HTML schreibt oder was auch immer, kann das deutlich komplizierter sein. Und dann gibt es natürlich auch Tools dafür, aber ein Blog ist dafür eingerichtet, schnell und unkompliziert und wieder auffindbar und eben mit Kategorien und Text und Schlagwörtern versehen, Dinge zu publizieren. Das ist einfach so der Unterschied auf der technischen Ebene, der das aber deutlich einfacher macht und deswegen ganz einfach zu bedienen ist und für jeden offen steht. Während eine Internetseite zu gestalten, zu konzipieren und so weiter, viel, viel mehr Arbeit bereitet und viel mehr Schwellen setzt. Und genau diese Schwellen sind mit Blogging weggefallen. Deswegen wäre zu sagen, ach, die Frage, man hat bisher immer Blog, oder wenn man am Blog denkt, denkt man an eine subjektive, persönliche Äußerung, so was man so erlebt am Tag oder was man irgendwie, worüber man kurz ein Statement abgeben möchte. Was wir aber präsentiert haben, sind ganz verschiedene Formen von neuer Art von Wissenschaftskommunikation. Und die werden eben nicht sozusagen durch den Inhalt definiert, sondern es durch die Technik und durch die Möglichkeit eben schnell und unkompliziert Informationen ins Netz zu stellen und dadurch Kommunikation oder Wissenschaftskommunikation zu generieren. Und das ist, glaube ich, der gemeinsame Punkt von allen Blogs, die wir hier gesehen haben und allen Möglichkeiten, die wir unter dem Begriff Blog zusammenfassen, eben schnell und unkompliziert direkt zu kommunizieren. Letztlich wollte ich das auch sagen, dass es halt in erster Linie eine Frage der technischen Niedrigschwelligkeit ist, dass das Blog von der klassischen Internetseite unterscheidet. Also irgendwie so ein Typo 3 oder Plone aufzusetzen, würden wahrscheinlich hier im Raum nur relativ wenige können. Herr Förster vielleicht. Aber WordPress kann jeder wirklich installieren und wenn er es nicht installieren will, selber geht er halt zu Hypothesis, da wird es ihm angeboten, dann ist es schon gehostet. Gutes Beispiel, das ist im Grunde, es gibt zwar einen methodischen Unterschied auch zwischen Bloggen und normalen Webseiten, die halt sozusagen in diesem
Subjektiven und dem Kommentieren liegt. Aber ich würde halt Bloggen in der Wissenschaft auch durchaus als Möglichkeit sehen, für jeden einfach eine Internetseite mit seinen Inhalten zu erstellen. Das haben wir hier noch gar nicht gehabt, glaube ich, sind Veranstaltungsblogs. Das bietet halt die Möglichkeit, dass man für eine begrenzte Zeit von 3 oder 5 Monaten die seine Veranstaltung dokumentiert. Wir machen das relativ regelmäßig. Man stellt die Referenten vor. Das Programm ist logisch. Die Abstracts der Referenten. Am Ende kann man dann noch die Videos dazu stellen. Und dann ist halt aber auch gut nach 5 Monaten, wenn die Veranstaltung dann vorbei ist. Aber dann bleibt es halt für alle Zeiten in dieser Form und relativ zeitnah, nicht erst nach 3, 4, 5 Jahren, wenn der Sammelband erscheint, im Netz stehen. Das ist auch für Fördergeber gar nicht uninteressant, wenn sie halt quasi direkt die Ergebnisse sehen und für die Öffentlichkeit, die halt einigermaßen zeitnah an den Erkenntnissen, die da umgesetzt werden, partizipieren kann. Also bevor Klaus Graf noch einen Kommentar gibt, will ich kurz was aus der Timeline einwerfen, und zwar Mareike König hat sich nochmal zu Peer Review für Blogs geäußert und sie sagt eigentlich bloß nicht, also der Trend geht zum Open Peer Review, das heißt Publish First and Filter Later, beziehungsweise Comment Later. Also nochmal zu dem Thema auch Schwarmintelligenz und braucht es wirklich dieses stark hierarchisierte Verfahren, so und so viel Stufen des Peer Review müssen eben für einen Blogbeitrag durchlaufen werden. Mit Maria Rottler und anderen, und zum Beispiel auch Robertus Kohle, bin ich mir einig, dass wir bei Blogs eigentlich in der Regel keine Qualitätssicherung brauchen. Ich selber bin der Überzeugung, dass dieser Grundsatz Publish First, Filter Later eigentlich so überhaupt die einzige Devise in Richtung Qualitätskontrolle ist. Also ich spreche auch gern vom Fetisch Peer Review. Gerade die real existierenden Begutachtungsverfahren sind ja auch nicht fehlerfrei, sondern haben eben viele Haken und Ösen. Ganz generell ist jede Art von Qualitätsverbesserung in der Wissenschaft zu begrüßen, aber ob das jetzt im Sinne einer solchen Vorzensur, ich sage es jetzt etwas polemisch, geschehen muss, ist natürlich sehr die Frage. Also bei Blogs bloß kein Peer-Review oder formalisierten Begutachtungsverfahren. Was zum Beispiel aber auch Frau Rottler ohne weiteres macht, ist, dass sie eben bei neuen Beiträgern auf deren Wunsch hin oder mit deren Einverständnis natürlich auch bestimmte Durchsicht auf technische Dinge oder auf Schreibweisen oder auf inhaltliche Stringenz und Ähnliches vornimmt. Das ist aber, denke ich mal, eine ganz normale redaktionelle Tätigkeit, die aber nicht unbedingt jetzt zwingend vorgeschaltet werden muss, sondern die natürlich auch im Sinne der Autoren ist, und wenn ein Autor darauf keinen Wert legt, dann kann man es ja auch lassen, beziehungsweise wenn er sich dem verweigert. Aber ich wollte eigentlich noch was zu dem Unterschied Webseite-Blog sagen, und zwar mit 2 empirischen Beispielen aus meiner eigenen Erfahrung. Das erste, meine eigene Webseite, die im Augenblick vom Netz verschwunden ist, aber ich habe die Hoffnung, dass sie wieder ins Netz kommt, von 1997, habe ich etwa bis 2003 gepflegt, und dann war mir das eigentlich zu wenig interaktiv, zu wenig, also oder auch ein bisschen zu unbequem, das ständige FTP-Hochladen von irgendwelchen Webseiten, die ich dann in HTML schreiben musste. Also das, da habe ich dann immer gesehen, also dieses ständige Erneuern, zum Beispiel bei irgendwelchen aktuellen kulturpolitischen Konflikten, die ich damals dokumentiert habe, Hofbibliothek, Donaueschingen und Ähnliches. Das ist also etwas unflexibel, und seit 2001 war ich dann bei dem Blog NetBib dabei, und seit 2003 gibt es ja dann auch das Blog Archivalia. Das kam mir, und ich habe dann mich auch in der Wikipedia betätigt, das kam mir eigentlich sehr viel mehr entgegen als diese statischen Webseiten, mit denen die Homepage, mit der ich begonnen habe.
Die zweite persönliche Erfahrung ist unser institutionelles Blog am Hochschularchiv der RWTH Aachen. Da waren wir zunächst mal werbefrei bei Blogger.com und haben dann aber auf unsere Webseite an sich auf WordPress umgestellt, was eigentlich durchaus eine für ein Archiv eine vernünftige Option ist, sodass man also jetzt auf der Startseite die aktuellen Meldungen hat, ohne dass da aber Blog dabei steht. Also jeder, würde ich sagen, bloggt, der im fortlaufend Aktuelles meldet oder zum Zeitgeschehen Stellung nimmt. Das heißt, man kann als Blog auch fachliche Facebook-Kommentare sehen. Peter Huber, einer der Führer der Open Access-Bewegung, führt kein eigenes Blog mehr, sondern nutzt als Blogfunktion jetzt seine Meldungen bei Google Plus und natürlich auch nochmal der Hinweis auf Twitter, also als Microblogging. Das heißt, nicht überall, es ist nicht alles Blog oder es ist nicht nur das Blog, wo Blog draufsteht, sondern jede Art von, man muss nicht notwendigerweise diese Blog-Software, WordPress oder ähnliche Systeme hier haben, um zu bloggen, sondern bloggen bedeutet nach meinem Verständnis Informationen mit anderen, mit Fachkollegen teilen. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben auf unserer Webseite eine Neuigkeitenfunktion, dann führen Sie, ohne es zu wissen, da eigentlich auch sowas wie einen Blog. Das wollte ich im Grunde auch sagen, wir sind mit der Homepage der Max-Höher-Stiftung in verschiedenen Diensten unter wissenschaftliche Blogs gelistet, weil wir relativ zentral auf der Startseite eine sehr häufige Aktualisierung von kurzen Meldungen haben. Und das wird dann halt offenbar von diesen Diensten schon als ausreichend empfunden, obwohl es jetzt Typo 3 ist, dass es sich um einen Blog handelt, obwohl es eigentlich nach klassischer Definition eine Webseite ist. Und das sollte man, also dieses dynamische Element, einfach die regelmäßige Aktualisierung, die den veränderten Rezeptionsgewohnheiten des Internets heutzutage einfach Rechnung trägt, ist, glaube ich, ein ganz klassisches Merkmal von Bloggen. Nur noch kurz als Ergänzung, es gibt ja auch die Fach-Mailing-Lists, wenn man die benutzt, das benutze ich eigentlich wie ein Blog. Also ich lese die Kommentare der Kollegen und wenn ich was dazu zu sagen habe, dann schreibe ich da halt eine Mail. Da sehe ich nicht ganz den Unterschied jetzt. Die Zeit ist auch endlich, also man kann ja auch nicht mehrere verschiedene Sachen, wenn man noch normal arbeitet, auch noch mit pflegen. Also ich sehe das größte Problem eigentlich in der Zeit, die einem dann nicht mehr bleibt. Ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil gerade bei diesem Mailinglist sieht man eigentlich, wie wunderbar dieses Bloggen funktioniert und wie zeitersparend es sein kann. Weil diese Mailinglist ist eine unglaublich geschlossene Gruppe. Da sind sie nur drauf, wenn sie irgendwie drauf sind, wenn sie drin sind. Vielleicht sind die Informationen für viele Leute auch interessant, die dann sofort sozusagen transparent in der Öffentlichkeit stehen. Das kann natürlich auch bei bestimmten Themen ein Problem sein, aber in der Regel ja vermutlich nicht. Und dann also ich glaube, das Mikro hat jetzt deutlich gemacht, dass es in die Kaffeepause gehen will. Insofern
danke ich schon für die Diskussion. Es gibt eine kleine Änderung im Programm. Der Vortrag von Roberto Delle Donne muss leider ausfallen. Das heißt, wir werden um 11 Uhr direkt nach der Kaffeepause weitermachen mit dem Vortrag von Tobias Wolf, der auch eine Co-Referentin noch gewonnen hat, Luigia Palati.